Sterne gibt es in den verschiedensten Farben. Aber genauso wie niemand bisher Bielefeld gesehen hat, hat niemand grüne Sterne gesehen. Also warum gibt es diese grünen Halbsterne nicht? Die Frage, die ich mir hier stelle, ist aber, wer hat euch gesagt, dass es die nicht gibt? Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Zuerst beantworten wir die Frage, warum Sterne überhaupt unterschiedlich leuchten. Die Lichtfarbe steht hier für die Energie. Blaues Licht ist energiereicher und rotes Licht ist energiearmer. Wenn ein Stern jetzt also eine sehr hohe Temperatur hat, hat er somit eine sehr hohe Energie und somit ist er eher bläulich. Hat der Stern dagegen vergleichsweise eine niedrige Temperatur, dann ist das eher rötlich. Aber tatsächlich sendet jeder Stern auch alle anderen Farben aus. Also ein blauer Stern ist nicht einfach nur blau, sondern da kommen andere Farben ins Spiel. Aber die höchste Intensität liegt bei Blau. Ihr könnt hier dieses Diagramm sehen. Auf der Y-Achse haben wir die Lichtintensität und auf der X-Achse haben wir die Wellenlänge. Blaue Sterne haben eine hohe Temperatur und strahlen blaues Licht mit höchster Intensität und dementsprechend ist der Stern blau. Aber was, wenn ein Stern grün mit höchster Intensität strahlt? Gibt's das? Ja, das gibt es und dreimal dürft ihr raten, welcher Stern das ist. Unsere Sonne. Nee, ist so. Unsere Sonne strahlt grünes Licht mit der höchsten Intensität. Ich sage jetzt vielleicht, wieso, was los mit dir? Grün, die Sonne ist alles andere als grün. Warum ist die Sonne dann nicht grün? Weil alle anderen Farben, wie gesagt, auch mitgestrahlt werden und das recht gleichmäßig. Wenn grünes Licht mit hoher Intensität gestrahlt wird, dann werden auch die anderen Farben gestrahlt und in Kombination sieht das dann nicht mehr grün aus, sondern, wie ihr die Sonne seht, eigentlich weiß. Bruder, die Sonne ist gelb, doch nicht weiß. Nein, eigentlich ist die Sonne weiß, aber wegen der Atmosphäre sehen wir sie etwas gelblicher und wenn die Sonne untergeht, etwas rötlicher. Also so gesehen gibt es grüne Sterne irgendwie schon, aber irgendwie nicht. Perfekt, aber was ist mit lilanen Sternen? Nehmen wir mal einen sehr heißen blauen Stern. Der strahlt ja die energiereicheren Farben, also lila, blau, mit höchster Intensität. Warum sehen wir dann das nicht lila? Der Grund ist hier unsere Augen. Leider nehmen unsere Rezeptoren blaues Licht viel besser wahr als violettes. Weil wir Rezeptoren für blaues Licht haben. Nein, ernsthaft? Ja, das ist der Grund. Und da ich euch das erklärt habe, ist das auch ein Grund, in die Kommentare mir Rückmeldung zu geben, was ich besser machen kann, was euch gefallen hat und was nicht und welche Videos ihr in Zukunft wünscht. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.